Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC, hier auf der Oberteil. 1.4 natürlich. Ja, Start in eine neue Woche. Start in eine neue Aufnahme. Und natürlich, so wie jedes Mal, müssen wir gucken, dass wir erstmal unsere Helfer wieder alle in Gang kriegen. Dass hier noch ein bisschen was getan wird. Ne? Ja genau, hier steht einmal noch unser Pickup rum. Wir haben zwar beim letzten Mal hier schön noch ein bisschen Deko-Bäume gesetzt. Aber was wir natürlich vergessen haben, wenn wir hier hinterfahren, wir haben natürlich hier hinten an den Abgrund, hätte ich beinahe gesagt, nee, so schlimm ist es nicht, hier hinten das, was wir aufgeschüttet haben, hier haben wir natürlich noch keinen Felsen gemalt. Also das müssen wir natürlich auch noch machen. Vielleicht müssen wir auch hier ein bisschen Gras hier reingemalt. Weiß nicht, ob wir hier Kiestextur noch reinkriegen, weil die hat es ja hier abgeschnitten, wo wir hier noch was angebaut haben. Hier muss natürlich noch Felsen dran gemalt werden. Ne? Das müssen wir auch noch machen. Aber ja, das werden wir machen, denke ich mal, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Ich hoffe mal, dass wir hier heute ein bisschen Zeit finden, denn unsere Uhrzeit steht hier auch noch auf 1. Das werden wir auch erstmal vorerst so lassen. Achso, ne, wenn ich jetzt selber abkippe, bringt es nichts, weil er fährt dann wieder direkt dorthin. Den müssen wir einfach nur wieder losschicken, ne? Tiere müssen wir dann ebenfalls mal gucken, wie es dort aussieht, aber das sollte eigentlich alles im grünen Bereich sein. Auch, na gut, können wir gleich reingucken. Das ist alles soweit eigentlich okay. Selbst unsere Schafe wären auch sauber, ne? Das funktioniert. Also es hat funktioniert, was wir gemacht haben. Oben in den Schweinestall könnte ein bisschen Futter rein. Bisschen ist gut, ja, plus ein bisschen mehr wie halb voll ist er noch. Ja, das müssen wir mal gucken, da werden wir auch irgendwann dazu kommen. So, er holt hier immer noch aus der Zuckerfabrik Mischration. Da sollten wir mal schauen, wie viel überhaupt noch dort ist. Und zwar 1500 Liter. Gut, die muss er nicht mehr holen. Da können wir nämlich ihn hier gleich mal selber fahren ein Stück. Gut, die Sämaschinen laufen noch nicht, ne? Und ja, wir fahren nicht runter. Wir müssen ja ebenfalls noch in unsere Rinderzucht müssen wir auch Mischrationen hinbringen. Die nehmen wir gleich mal hier mit. Ah, hier drüben steht unser Klaas, der fertig war mit Unkrautspritzen. Im Futterwerk ist ja auch noch jede Menge Mischration, aber die müssen wir erstmal nicht wegholen. So, wie gesagt, welche Seite wir jetzt hier eigentlich nehmen, das ist vollkommen, ui, das ist vollkommen egal. Also wir könnten auf beiden Seiten das Futter abkippen, was reingekippt werden muss. War ich der Meinung. Da ist der Trigger, okay. So, dann brauchen wir theoretisch hier nur noch Gras, ne? Aber jetzt machen wir eins, damit wir ja auch zur Mischration kommen. Den schicken wir jetzt ganz einfach erstmal runter zum Silo, dass er sich dort beladen könnte. Dass wir, wenn wir den das nächste Mal erwischen, nehmen wir den wieder mit. So, hier ganzen Abfahrer, die stehen natürlich alle noch unbenutzt in der Garage, weil das wird noch eine Weile dauern, bevor wir hier ernten können. So, hier sind wir auf Feld 12. Da können wir eigentlich am naheliegendsten Wegpunkt weitermachen. Die Sämaschine ist an der 16 angekommen. Die hat man da hingeschickt. Die braucht dort noch einen Kurs. Ja, da müssen wir natürlich einen generieren. Zur Kursgenerierung ja, hatte mir gestern Frederico unter das Video drunter geschrieben.
dass wenn ich auch weniger Meter in der Arbeitsbreite einstelle, dass das ignoriert wird und er dann draußen das erste Vorgewende trotzdem so fährt. Wenn es so ist, ich hatte es nicht mitbekommen, bei Crossplay stand wohl dort auch bei GitHub auf der Seite. Ich denke mal, wenn mir Friederike das schreibt, wird es so sein. Also das bezweifle ich jetzt absolut nicht. Und dann machen wir das Ganze einfach so. Wir machen trotzdem mal, reichen 3 Vorgewände, weiß ich nicht. Wir machen trotzdem 4, machen 20% Überlappung im Vorgewend, dass wir die Wänzchen alle richtig kriegen, die Ecken dann. Oder die Rundung, fangen mit den Feldreihen an und generieren hier mal einen Kurs. Ach so, ja, ist klar. Feld 16 natürlich, ne? Sonst wird es einfach nichts. Das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Bis auf das hier oben auf den Feldern immer irgendwie, ja, das mit der PDA-Map nicht so richtig passt, ne? Aber das ist jetzt nicht das Problem. Wir werden auch hier den letzten Punkt wieder, müssen wir erstmal speichern. Und werden uns trotzdem hier den letzten Punkt wieder ein Stück weiter nach vorn holen, weil hier immer so eine Ecke übrig bleibt. Muss man nicht machen. Halt, falsche Taste. So rum war speichern. Wie gesagt, muss man nicht machen, ist. Ja, ich mach's halt. So, beginnt am ersten Wegpunkt. Mais ist eingestellt, das passt. Feld 16. Dann kann er hier loslegen. Ja, hier steht unser Düngerstreuer an 23. Da müssen wir mal kurz testen. Das hat man ja gespritzt, das Feld 23. Also texturtechnisch ändert sich erstmal nichts. Und Bodenbeschaffenheit ändert sich auch nicht. Also Spritzen, Düngen geht noch nicht auf den Feldern. Wir brauchen dort echt eine Wachstumsstufe. Dann bleibt er hier stehen. Er steht ja schon an der 45 unten. Da brauchen wir gar nicht probieren. Dort geht es eh nicht weiter. So, er steht an der 28, weil dort wollen wir Unkraut spritzen. Es wird, glaube, noch keinen Kurs geben für 28 Düngen, oder? Haben wir das vorher schon mal gedüngt? Nee. Nee, gibt's noch nichts. Brauchen wir natürlich einen Kurs. Ja, doch. So, Feld 28 nehmen wir mal vorsichtshalber. Und 2 Vorgewände, Feldreihen zuerst, scharfe Ecken und 15% Überlappung machen wir hier bloß. Und Arbeitsbreite lassen wir oder lassen wir sie nicht. Wenn sie sich nicht auswirkt, könnten wir sie lassen. Wie wir sehen, so wird es nichts. Ne? Wir müssen erstmal hier zurück und erstmal noch das Feld 36 rausnehmen. Den Kurs, den wir noch drin haben, sonst geht es nämlich einfach nicht. So, jetzt können wir Feld 28 machen. So, das wird dann 28 düngen, 36 Meter, erster Wegpunkt ist eingestellt, Abfahrer einstellen, dann kann er ja anfangen, hier entsprechendes Unkraut zu bekämpfen. So, er war ja fertig, wir hätten dann eigentlich unten noch die 33, wo wir Unkraut spritzen müssten. Moment, Wachstum, gucken. Doch, das würde gehen. Oder 26, 37. Also er kann ruhig 33 machen. Ja, das machen wir so. Hier nehmen wir einen Kurs raus. Feld 33.
So, und dann kann er dorthin. Weiß nicht, wie es saß. Doch, hier hat man ja schon mal umgeräumt. Da hinten steht schon wieder alles voll mit Holzpaletten. Leerpaletten sind auch jede Menge da. So, die Sämaschine ist hier auf dem Vorgewände. Ach nee, die Sämaschine ist zwar auf dem Vorgewände, aber auf dem Weg. Er wird jetzt mit Vorgewände anfangen hier. Da müssen wir mal gucken, dass wir die hier eingestellt kriegen. So, jetzt sollte er am naheliegendsten weitermachen. Ja, Frosch im Hals hier. Das sollte eigentlich soweit funktionieren. Das sieht erstmal gut aus. Und die haben wir auch bloß drei Vorgewände gemacht. Naja gut, hätten wir auch vielleicht dort auch bloß gebraucht, dann bei anderen Feldern. Das ist egal. So, hier müssen wir natürlich noch Gurken aufladen. Denn wir sehen, es ist schon reichlich produziert hier bei den Tomaten. Die 8 Paletten stehen noch da, Tomaten. Das werden wir jetzt hier ebenfalls so machen wie bei den Tomaten. Wir machen den LKW voll. Nehmen, lassen hier drüben dann die letzten 8 Paletten stehen. Und fahren dann die 8 Paletten Gurken und 8 Paletten Tomaten dorthin, wo es für die Gurken das meiste Geld gibt, weil es einfach für die Gurke mehr Geld gibt. So, da können die oder produzieren. So, Gurken werden wir los. An vielen Stellen, aber gibt nicht überall gleich viel Geld. Mal hier die Maus nehmen, sonst kommen wir überhaupt nicht hinter. Halt, hier müssen auch wieder Gurken sein. Gibt keine Gurken mehr. Kompost. Was? Ne, das ist ganz hinten, das passt nicht. Ach, dort waren Gurken. So, 1465 bei Lidli. Dann werden wir ihn mal dorthin schicken und es fängt an zu regnen. Was wir hier noch machen werden, ich sehe gerade, der fährt ja immer noch hier Vollspeed auf der Straße, 90 km/h. Den schrauben wir mal runter auf 60, das reicht eigentlich. So, hier steht einmal unser Tiertransporter. Den brauchen wir natürlich, weil wir müssen Tiere holen. Ne, den machen wir noch nicht. Wir müssen, oder doch, wir schicken ihn mal zum Viehhändler. Hier können wir eigentlich auch mal einstellen, dass ich das nicht mit rechts aktivieren will. Weil für den werde ich keinen Crossplay brauchen. Und zwar müsste ja beim Händler der Viehhändler mit drin sein, oder? Ja, EK Viehhändler, genau. Weiß nicht, ob er dort oben reinkommt zu dem Tor, weil das ist relativ schmal, aber werden wir sehen, ob er da hängen bleibt. So, hier müssen wir überall nichts machen mit denen. Genau. Dann ist nämlich hier noch unsere vierte Sämaschine. Der ist ja hier noch kräftig bei den Feldreihen. Den müssen wir bloß mal schnell wenden hier. So, das sollte passen. Naheliegendster Wegpunkt ist eingestellt. Und da kann er hier weitermachen. Er schaltet schon Licht an um 13.20 Uhr. Ne? Das ist ja vorbildlich. Wahrscheinlich, weil es regnet. Ne? Ach so, den hat man hier zum Papier geschickt. Ja, verkaufen oder nicht verkaufen? Gute Frage, ne? Wir werden die Runde verkaufen. Meine Holz haben wir ja noch genug liegen. Da können wir auch noch welches verladen dann. Und dann hier auch ihn echt nochmal den Holztransport hier nochmal herschicken. So,
Ja. Wo kriegt man das meiste fürs Papier? Denn in eine Produktion, glaube ich, brauchen wir die Ladung nicht. Die können wir ruhig mal verkaufen. Logistik-Sender. Ja, er fährt dann hierher zurück. Ich weiß nicht, ob wir ihn hier oben noch irgendwo einen Unterstand verpassen dann. Da müssen wir mal gucken. Also da könnten wir ruhig was machen. Denn er muss nicht so im Regen stehen, dann deutsch gesagt. Ne? So, da hätten wir dann erstmal alles durch. Wir sind wieder beim Pickup angelangt. Und werden jetzt da einfach mal hier zurücktappen, dass wir unseren LKW erwischen. Oh, der beim Viehhändler angekommen ist. Ja, wie viele Rinder werden wir uns holen für die Produktion? Ich denke mal, die sind auch teuer. Eigentlich ist es egal, was wir da für einen Rind reintun. Ne? Wir kriegen doch immer schwarz-weiß raus. Oder bin ich da verkehrt? Doch, ich denke mal, ja. Könnten wir von der Variante hier 20 Stück nehmen. Weil das ist am günstigsten. Machen wir auch. So, 20 Stück müssen ja dann irgendwo so knapp 26.311 sein, ne? Wie auf die 11 kommt, weiß ich nicht. Na gut. Bestätigen. So, dann bringen wir die mal hoch. Und dann muss natürlich noch Gras hinten die Rinderzucht, dann sollte die Rinderzucht laufen. Ja, was dann bei der Rinderzucht rauskommt, da werden wir wohl das erste Mal die wieder in die Rinderzucht reintun, dass wir dort ein bisschen Potenzial haben. Und wie gesagt, was dann aus der Rinderzucht als Produkt rauskommt, das Rind, das werden wir natürlich in unserem Kuhstall fahren. Weil ich glaube, sonst schaffen wir das nicht in unserem Kuhstall mal 2000 Tiere drin zu haben. Ich meine, das wird eh sportlich dann. Von Weitem sieht es so aus, als hätte man den Felsen nicht richtig gemalt dort, ne? Zack, dann ist er richtig. Ja, es wird dann eh sportlich, die zu versorgen, ne? Ich glaube, da können wir gar nicht mehr so viel Richtung Fabrik machen. Da werden wir wohl mehr Richtung Stück nicht angesät. Da müssen wir sicherlich mehr anpflanzen, was unsere Tiere brauchen, ne? Also hier Rinderzucht bei Anlieferung müssen die Tiere rein, dort wo wir sonst auch das Futter abgeben. Und abholen müssen wir sie ja vorn. So, alle 20 Stück, zack, sind sie drin, unser Trailer ist leer. Fahren wir mal hier entgegengesetzt unserer selber eingefahrenen Einbahnstraße hier. Weil ich wollte hier vorne nochmal aufs Display gucken. Genau, uns fehlt dann nur noch Gras. Ach, und Silage fehlt uns noch. Silage ist ja nur, dass die Produktion erhöht wird. Silage können wir eigentlich dann aus dem Fermenter fahren lassen. Und Gras eigentlich automatisch auch. So, mit dem fahren wir mal noch zum Schweinestall, weil dort hatte ich gesehen vorhin, wo wir kurz ins Tiermenü geguckt haben, dort waren glaube ich 102 Schweine wieder da. Das heißt, wir haben 42 Stück an Nachwuchs bekommen.
So, 234 Kilo ist alles alter Bestand, 2 Jahre. Weiß nicht, glaube ich, Schweine, wenn ich recht informiert bin, also das ist jetzt hier ein bisschen aber ungewiss, ich glaube 6 Jahre wären die, ne? Also ich würde sagen, wenn dort 4 Jahre steht, dann werden wir sicherlich die Schweine austauschen, die wir hier als Zuchtschweine verwenden. So, und jetzt sollte es so aussehen, hier sind wieder 60 Stück drin, das passt. Und wie gesagt, oben brauchen wir Futter. Dann fährt er hier erstmal zum Schweinestall 2. 3, nicht 2, sondern zum 3. Hofschweine 3, genau dorthin fährt er. Ui, das geht schief. Dann sollte man wirklich schon hier vorne auf... so stellen, dass er entsprechend hier am Streckennetz auch vernünftig eine Route findet. So, oh ja, im LKW gestanden hier. So, und theoretisch sollte jetzt hier unten sollte unser Trecker stehen, oder? Da vorne steht er. Zack, waren wir unten. Weil wir nehmen jetzt hier oben für den Schweinestall mal eine Ladung Schweinefutter mit. 307 Liter haben wir hier drin, Mischration. Okay. Na, irgendwo muss der Schweinefutter kommen, dort ist es. So, und zwar Schweine 3 Futter, ne? So, das hat man erledigt. Das wird dann, denke ich mal, der Kandidat sein, der uns dann auch entsprechend den Rest dann hier reinfährt. Hier machen wir mal eins, hier schalten wir nochmal einen Editor an, weil, wie gesagt, hier haben wir noch nicht fertig gebaut. Ich würde sagen, hier brauchen wir noch auf alle Fälle erstmal noch ein bisschen Kies. Wenn es welchen gibt, da gibt es welchen. Weiß ich nicht, ob man das hier in dem Mistsilo, ob wir das schaffen, hier reinzukommen. Doch, geht eigentlich. Weil wir können E-Plus mit runden Ecken arbeiten, aus dem einfachen Grund, weil wir ja, wenn wir auf viereckig umstellen, passt einfach nicht, ne? Weil momentan haben wir noch die Chance, hier ein bisschen Textur zu ändern. Denn wenn erstmal dann so, wie weit ging jetzt der Kurs? Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Der ging aber hier hinten ein Stück rum, ne? Reicht noch nicht ganz. Drehen wir mal die Kamera, sodass wir so sitzen wie im Pickup. Dann hätte ich gesagt, müssen wir hier noch ein Stück vor und hier so rum. So, dann braucht man natürlich hier auch wieder Gras. Vielleicht ein bisschen kleiner. Machen wir hier noch ein bisschen Gras hin, bevor wir Felsen hinmachen, dass wir hier ein bisschen noch Grünfläche haben. Ups, das war ein bisschen viel. Wurde zu sportlich hier.
So, und dann muss natürlich hier noch überall Felsen dran, ne? So richtig schön geht das Malen ja mit dem Controller nicht. Aber ich denke mal, das reicht schon mal so. Na gut, wie man es hier hinten weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Was wir natürlich hier machen, wir stellen hier auch noch mal auf jeden Fall eine große Birke hin. Aber eben bloß hier hinten hier so ins Eck rein. Den Rest lassen wir erstmal frei. Theoretisch brauchen wir hier vorne noch ein bisschen Straßenverbreiterung, aber das machen wir dann, wenn wir hier in irgendeiner Art und Weise noch was hinbauen. Was weiß ich noch gar nicht. Weiß nicht, ob wir hier noch was hinbauen müssen. Aber hier hinten, das ist erstmal noch fertig. So, dass wir da entsprechend erstmal optisch so ein bisschen fertig sind. Das passt erstmal so. So, wie wir sehen, ist hier vorne natürlich überall schon jemand angekommen. Als erstes laden wir mal die Tiere aus. So, was wir mal gucken können noch im Seasons-Menü. Unser Schweinestall unten. Ja gut, 118 Kilo, 130. Na, ich denke mal, weiß ich nicht, nächster Ingame-Tag oder übernächster Ingame-Tag. Also hier, wenn die über 140 kommen. Ja, wir haben ja schon einmal rausverkauft. Klar, da steht auch noch Wurst und Fleisch in der Sonne rum, ne? Ah, hier ist mal eins dabei mit 155, aber die pickt man nicht einzeln raus. Dann kann er hier, denke ich mal, erstmal Parkplatz fahren, ne? So, dann laden wir hier einmal aus. Dann fährt er nochmal runter, sich nochmal runter, sich am Silo entladen, also ausladen, damit wir hier den Hänger leer kriegen. Und wir nehmen hier vorne mal unseren LKW und laden hier nochmal Holz ein für den Forstbetrieb 2. Also einzeln möchte ich es jetzt ja nicht aufladen. Geht immer wieder aus, ist beladen.
Warum nicht rechts noch ein bisschen was hin tut? Genau dorthin. Da einen noch, oder? So, kurz drum, das sollte reichen. Und den werden wir dann morgen losschicken. Denn das soll es schon für heute gewesen sein, für den Wochenstart. Wir sind schon wieder über eine halbe Stunde hier unterwegs. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaltet. Bis dahin und tschüss.